Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. In diesem Video werde ich euch die besten Tipps und Tricks für die Trier von CS in Season 4 zeigen. Wenn natürlich in Zukunft keine weiteren solche Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne hier ein Abo da lassen. Außerdem würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr hier einen netten Kommentar für den Algorithmus sowie eine Bewertung unter dem Video da lasst. Als ersten Tipp kann ich euch auf jeden Fall nur geben, dass ihr eher passiv landet bzw. an einem uncontesteten Jobslot landet. Das heißt, schaut ein paar Runden in Trio Arena beispielsweise oder in Scrims, wo ihr vielleicht irgendwelche Spots uncontested sind und landet dann eher an diesen Spots, denn es ist ja in dieser Season so, dass wir nur eine 50%ige Chest-Spawn-Rate haben und da kann es auch ganz, ganz schnell passieren, dass wenn man eine 5-Kisten beispielsweise in seine Loot-Route irgendwo in Stark Industries hat, dass dann natürlich auch alle 5 Kisten mal nicht spawnen können. Zu den Jobslots hatte der YouTuber Resub auch eine Analyse gemacht, wo er sich die Top 5 aus jeder Region angeschaut hat und geschaut hat, wo die gelandet sind und tatsächlich waren 60% dieser Teams uncontested. Außerdem war es so, dass das Average Placement der Teams, die diese Top 5 contested haben, eben halt nur 23% war. Außerdem war auch der Gewinner von jeder einzelnen Region zumindest am Tag 1 uncontested. Außerdem lohnt es sich auch nicht, irgendwelche Gegner zu contesten, denn man bekommt nur einen Punkt pro Kill und das ist letztendlich eigentlich fast gar nichts. Da ist es viel besser, wenn man in der ersten Runde vielleicht Top 10 kommt, hat man schon deutlich mehr Punkte. In den Endgames holt man so deutlich leichter letztendlich die Punkte, denn es ist nun mal so, dass die meisten Gegner in den ersten FNCS-Runden relativ viel paniken und man dadurch sehr, sehr leichte Kills im Endgame holt. Auch wenn er manchmal dann 40 Spieler überleben, hat man eben halt wirklich easy Kills eigentlich, wenn man zusammen auf irgendwelche Blumen fightet, dann geht das sehr, sehr schnell, dass man dort Kills holt. Deshalb ist es immer besser, in den ersten Runden vor allen Dingen für Endgame zu spielen. Allerdings denke ich, dass es gerade in dieser Season so sein wird, dass man wirklich in jeder einzelnen Runde für Endgame spielen sollte. Was natürlich fürs Endgame auch sehr, sehr wichtig ist, ist, dass man ganz viele Rotation-Items mitnimmt. Das heißt, dass zumindest mal einer irgendwie Shockwaves bzw. Crashbats carried und wenn es vielleicht sogar an eurem Jobslot habt, sollte am besten auch noch einer Chilis carryen, denn mit Chilis kann man natürlich auch sehr, sehr gut rotieren. Man kommt natürlich damit sehr schnell voran. Generell Shockwaves, Bounce Pads natürlich auch alle immer sehr, sehr gut für diese Rotation und die sollte man vor allen Dingen an einem uncontesteten Jobslot sehr, sehr leicht sammeln können und damit hat man deutlich bessere Chancen eben halt in diesen Stacked Endgames lange zu überleben, möglichst viele Kills zu machen und eben halt nicht so viele Mats zu wasten. Zu den ganzen Rotation Gegenständen hatte ich auch schon mal ein Video gemacht, wie ihr die am besten anwendet können, wie ihr die besten Tabs machen könnt und generell wie ihr euch im Endgame verhalten solltet. Video werde ich mal wieder in der Infokarte verlinken. Zusätzlich dazu hatte ich ein paar Sachen natürlich in dem Video jetzt noch nicht erwähnt und zwar geht es natürlich darum, wann man beispielsweise Highground holen sollte und das ist in Trio etwas sehr, sehr Besonderes, denn in Trios sollte man versuchen, sich möglichst früh tatsächlich Highground zu holen. Am besten sogar schon, wenn man in der vierten Zone ist, sollte man versuchen, direkt schon Highground zu holen bzw. sich möglichst hoch zu bilden, damit man mit einer Shockwave dann beispielsweise in die nächste Zone direkt auf Highground sich rauf Shockwaven kann, denn man hat meistens genug Mats, um sich eben halt im Endgame dauerhaft auf Highground zu halten. Außerdem sollte man, wenn man auf Highground ist, sich auch immer in einem Vertical Split halten, das heißt, es sollten zwei Spieler auf dem unteren Layer sein, ein Spieler sollte nochmal da drüber sein, damit Spieler eben halt, die unter euch sind, sich nicht so leicht auf euch Shockwaven können. Außerdem solltet ihr auch noch einen leichten Horizontal Split haben, das heißt, einer sollte vorne am Tab sein, einer sollte hinten und einer irgendwie in der Mitte des Tabs sein. Und natürlich aber erstmal diese Highground Position zu bekommen, sollte man natürlich auch möglichst früh rotieren, denn diese werden sich natürlich auch von allen anderen Gegnern immer sehr, sehr gerne geholt und umso früher man da ist, desto bessere Chancen hat man natürlich. Das heißt, versucht eine wirklich sehr, sehr effiziente Loot-Route zu haben. Ein Video werde ich dazu auch nochmal machen. Auf jeden Fall solltet ihr immer versuchen, wie gesagt, bei der eurer Loot-Route möglichst effizient zu sein, dass ihr in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Loot holt und natürlich möglichst schnell dann vielleicht mit Rifts irgendwie reinrotieren könnt, mit Autos reinrotieren könnt, damit ihr dann am besten euch eine Highground Position beispielsweise schon in der ersten Zone holt. Das heißt, bevor die erste Zone überhaupt geclosed ist, solltet ihr vielleicht schon Highground Position haben. Ihr könnt auch über Deadside rotieren, wenn ihr beispielsweise mitten durch Authority per Fuß rotieren müsst, dann ist es meistens nicht ganz gut, denn auf der Seite werden häufig sehr, sehr viele Fights sein. Das heißt, diesen Punkt solltet ihr eben halt vermeiden und wenn ihr eben halt genau dadurch rotieren wollt, beispielsweise von Risk Reels irgendwo, wenn die Rifts eben nicht mehr da sind, dann versucht ihr auf eine Deadside Rotation zu gehen. Das heißt, wenn ihr euch die Zone anschaut, solltet ihr lieber einmal außen rum rotieren und eben halt von dort aus das Beste versuchen. Ihr solltet allerdings eben halt, wie gesagt, nicht zu sehr auf eine Deadside-Rotation gehen, das heißt nicht das ganze Wasser einmal außen rum benutzen und damit dann in die Zone kommen, denn sonst habt ihr eben halt keine Chance mehr auf das Highground-Positioning. Das heißt, versucht eine leichte Deadside-Rotation zu machen, zumindest den Highground-Placement vielleicht eher auf der Deadside zu bekommen und eben halt dann von dort aus in die nächste Zone dann weiter rein zu rotieren. In der zweiten Zone solltet ihr das Ganze natürlich weiterhin beibehalten,
halten, dort vielleicht auch eher auf der Dead-Side sich halten und trotzdem natürlich versuchen, Highground zu holen. Und dann ganz, ganz wichtig ist tatsächlich die dritte Zone. Wenn ihr dort in der Mitte der Zone seid, habt ihr, glaube ich, annähernd eine 100%ige Chance, dass ihr Zone bekommt. Zumindest wenn ihr wirklich ganz, ganz punktgenau in der Mitte der dritten Zone seid, dann seid ihr eigentlich fast immer in der nächsten Zone, beziehungsweise habt nur eine ganz, 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 ganz kurze Rotation. Dort ist dann auch nicht ganz so wichtig, dass ihr vielleicht eine Highground-Positioning habt. Ist natürlich dann immer besser teilweise, wenn man eine Highground-Position hat. Allerdings ist es dann besser, wenn man in der Mitte in einem Low-Ground-Position ist, als am Rand auf einem Highground-Position. Zusätzlich dazu solltet ihr dann natürlich in der vierten Zone eher am Rand geplaced sein. Das heißt, falls die Zone eben halt etwas weiter weg sein sollte, rotiert nur zum Rand, nicht in die Mitte der vierten Zone rein. Allerdings, wenn ihr natürlich schon in der Mitte der vierten Zone nach der dritten Zone drin sein solltet, dann rotiert natürlich nicht wieder an Rand ran, sondern bleibt dann einfach dort, wo ihr seid. Aber wie gesagt, versucht eher am Rand dann der vierten Zone zu sein, damit ihr für die weiteren Rotations dann die besten Möglichkeiten habt. Ein weiterer wichtiger Punkt natürlich in FNCS ist auch immer der Storm Surge Damage. Und genau dafür sollte man sich eben unter anderem auch auf Bergen positionieren. Denn von dort aus hat man natürlich die leichtesten Chancen, auf irgendwelche Tags zu bekommen. Generell, wenn man möglichst früh rotiert, hat man auch immer die leichtesten Chancen, um Tags zu bekommen. Und es kann tatsächlich auch sein, dass gerade eben halt schon in der ersten Runde ein bisschen Storm Surge kommt. Und insbesondere, wenn ihr eine Sniper findet, carryt ihr auf jeden Fall zumindest eine aus dem Trio, sollte die carryen. Ich mache da ganz, ganz häufig in sehr, sehr vielen Runden 500 Damage oder mehr, allein dadurch, dass ich immer wieder irgendwelche Snipes treffe und auch wenn ihr vielleicht dadurch keine Kills in Trios bekommt, was trotzdem manchmal natürlich passieren kann, habt ihr eben halt wirklich eine sehr, sehr gute Chance dafür, dass ihr sehr, sehr viel Damage bekommt. Des Weiteren solltet ihr natürlich versuchen, so viel Heal wie möglich zu carryen. Das heißt, jeder sollte irgendwie nur eine Eier und eine Pump carryen, wie gesagt, einer eine Sniper, die anderen dann vielleicht auf dem Start Rotation Gegenstände und dann am besten jeder tatsächlich zwei Heal Gegenstände. Gerade durch diese 50% Chest Spawn Rate werden sehr, sehr viele Leute im Endgame nicht Full Shield sein. Und wenn ihr dann als einziges Trio der Lobby noch Full Shield habt, dann habt ihr eine deutlich bessere Chance natürlich als alle anderen Gegner. Das waren auf jeden Fall soweit die ganzen Tipps und Tricks, die ich euch zu dieser FNCS geben kann. Ich hoffe, euch hat das Video natürlich gefallen. Wenn es sein sollte, lasst hier gerne eine Bewertung da und dann bis zum nächsten Video. Ciao.